materialisiert, es war so leise, ich hab's nur gehört, aber ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Und ich glaube, dann hat es noch irgendwer gerufen und dann habe ich, scheiße, das waren unsere Namen. Und dann das kann ich mich nicht erinnern, ich weiß nicht mehr. Wie fühlt es euch jetzt? Also. Glückselig. Glückselig, sehr, sehr müde und so wahnsinnig dankbar für all die Zuschauer und Anrufer, die uns das ermöglicht haben. Ja, genau. Dankbar und müde. Also für mich war es sehr emotional, die ganze letzte Woche, weil man realisiert, es ist jetzt bald vorbei. Es war eine irrsinnig schöne, intensive Zeit. Ich habe so viele Sachen gelernt, auch über mich, durch den Thomas, der sich jeden Tag 150, 200, 300.000 Prozent eingekaut hat und ja, man viele Sachen gelernt hat. Danke. Ich danke dir. Man sagt ja, Tanzen verändert. Wie sehr hat Tanzen dich verändert? Ja, es hat mich geöffnet. Es hat mir neue Seiten gezeigt. Es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, mit seinem eigenen Körper liebevoll umzugehen, Weichheit zu leben, empfinden und ein gutes Maß zu finden. Es gehört alles dazu, es gehört die Härte dazu, auch beim Tanzen, auch beim Training, aber auch die Lockerheit und die Weichheit und der Ausdruck. Und es ist so viel und ich kann es nur jedem Menschen empfehlen, sich zu bewegen, in was für einer Form auch immer, aber Tanzen macht auf alle Fälle wirklich Spaß. Für Gold, Gold war nicht drin für uns, für mich nicht, für die Conny natürlich wäre Diamant drin gewesen, aber ich bin mit Silber hochzufrieden. Hätte ich nie gedacht, dass ich so weit komme. Ich finde es toll und ich danke allen, die da gewotet haben und die ihr Geld, ihr sauer verdientes Geld rausgeschmissen haben, dass sie uns da irgendwie eine Stimme geben. Also ich meine, ich finde es entzückend und vielen, vielen Dank. Du, ich bin einfach nur so unfassbar stolz auf den Schotti, weil wir wirklich mit gar nichts gerechnet haben. Wir haben gesagt, wir schauen mal, wohin die Reise geht. Dass die Reise bis ins Finale geht, bis zur Silbermedaille geht, haben wir wirklich nicht gedacht. Wir haben uns wie kleine Kinder gefreut jede Woche und natürlich sind im Finale die Emotionen hochgekrochen, weil wir wirklich, ich war permanent krank, er war permanent verletzt. Wir haben versucht, es uns nicht anmerken zu lassen und haben immer, wir wollten immer für eine gute Stimmung kämpfen und Spaß haben und den Leuten Mut machen und ich hoffe, es ist uns geglückt. Ich glaube sogar, dass es dem Schotti geglückt ist und deswegen bin ich einfach nur wahnsinnig dankbar für die Reise. Es war großartig. Tanzen verändert, ich glaube, das trifft absolut zu. Ja. Ich kann nur jedem in meinem Alter, aber auch jünger oder auch älter, wurscht, jeden Menschen raten, verwirkliche dir den Traum, mach es möglich und tu es einfach. Das, was du das Gefühl hast, dass du tun willst, tu es jetzt, nicht übermorgen, das ist vielleicht zu spät, tu es jetzt und du wirst sehen, wie sehr dich das im Herzen freut und wie das eine Seele öffnet, nämlich, und das ist die Sprache zwischen Menschen, einfach Fantasie, Tanzen, Musik, Malen, Geschichten schreiben, das ist genau das, was uns weiterbringt. So simpel ist das. Worte sind es nicht nur, irgendwelche bösen Worte, um andere Menschen niederzumachen. Nein, es ist das Glück und die Freude, die uns weiterbringt. Und deswegen sind wir auf der Welt. Grandioses Finale. Wie war's? Ja, also sehr bewegend. Das hat angefangen mit dem Semifinale letzte Woche. Das war die emotionalste Show wahrscheinlich. Oder zumindest die Emotionen, die noch stark präsent sind. Und heute, ich fand einfach, dass alle ganz toll waren. Jeder hat was anderes mitgebracht und auch eine andere Energie und was bei uns war, wir hatten einfach einen wahnsinnigen Spaß dabei. Ich bin so froh, so dankbar, dass ich 3 Monate jeden Tag von morgens bis abends tanzen durfte. Ja, also, 17. Februar. Ja, Februar, März, April, Mai, ja. Also da kann man nur dankbar sein, wenn man den ganzen Tag tanzen darf. Ja. Bis am Abend, ja, das stimmt. Ich werde dem Tanzen treu bleiben. Also ich muss es mit Mikko noch alles besprechen. Er weiß eh schon, dass ich weiter tanzen will. Wir haben es noch nicht konkret besprochen, aber ich werde auf jeden Fall dem Tanzen treu bleiben. Und also ich glaube, ich werde irgendwann mal in diesem Leben, ob das in 2, 3 Jahren oder in 10 Jahren oder wann auch immer, aber ich möchte auch mal wirklich an so einem richtigen Tanzturnier, weil ich habe ja erfahren, das ist ein Sport, den kann man auch als Senior machen. Also vielleicht, wenn
das Boxen aufhört, also dann muss diesen Schwung weiternehmen und das genau, ja, also ich werde auf jeden Fall so einfach nicht aufhören, ja. Und meine Trainer haben auch gesagt, dass das Tanzen wirklich eine ganz tolle Sache für meinen Körper ist und ich finde, es ist ja eigentlich eine super schöne Sportart für Kinder, ja, weil es eigentlich alle koordinativen Fähigkeiten schult, ja, und das ist so ein Happy-Sport und ja, ein toller Sport für Kinder, nicht nur für Kinder, für jeden. Ich bin der Meinung, jeder sollte mehr tanzen, dann wäre die Welt viel friedlicher, ja. Danke auch an das Tanzschritt-Magazin, dass ihr das Ganze so begleitet, ja. Also wir sind ja alle Laien und wir lernen das alles und ihr kommt aus der Branche, ja, und aber trotzdem, dass ihr das Ganze mit so einer Leidenschaft mitträgt und für diese Positivität, ja. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Liebe Tanzschritt, Zuseher. Und Zuseherinnen. Herr Gott, niemand kann mir nehmen, was ich getanzt habe. Das stimmt, niemand kann uns diese Momente nehmen. Es war traumhaft schön mit dir. Geht's zu ihm, er ist ein super Choreograf. Und er kann das gut beibringen. Danke dir. Und danke. Tanzen ist genial. Für jeden, glaube ich. Das sind die Blumen, die Welt bunt machen und nicht irgendeine so eine verdorrte Distel am Wegesrand, die keiner will.